Hallöchen, YouTube. Na, habt ihr die Woche schön überstanden ohne mich? Im Übrigen, das hier sind die Monitore von meiner Frau, nicht verwundern. Der kleinere von beiden ist im Eimer. Der größere, das ist ein 22,5, glaube ich. Hätte ich nehmen können. Aber dann wäre ich ungefähr ab der Stelle einen Kopf kürzer gewesen, weil den hat meine Frau von mir geschenkt bekommen damals. Und ich habe wieder einen neuen Monitor, beziehungsweise, neu nicht gebraucht. Gebraucht, Gebrauchsspuren sind zu erkennen, er funktioniert immer und das ist Hauptsache. Das soll heißen, ich werde demnächst wieder ein paar Videos hochladen. Allerdings wird das noch ein bisschen dauern, bis dem soweit ist, weil ich habe hier jetzt erst noch mal ein paar Sachen nachzuholen, weil so ohne Monitor am Computer arbeiten ist sehr schlecht. Ups, entschuldige, ich habe lecker Käse gegessen, Ofenkäse im Übrigen, kein Bruschett. Schleichwerbung, piep. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Auf jeden Fall werde ich wieder Videos hochladen, allerdings nicht in 1280x720. Gehe ich mal sehr stark da davon aus, weil so mit dem Monitor, glaube ich, kann ich die Auflösung gar nicht machen. Ich habe noch nicht geschaut, ich habe mir jetzt erstmal angestöpselt und geguckt, ob er überhaupt funktioniert. Und er tut's. Ist nur echt ein bisschen ungewohnt, von einem großen Monitor auf einen kleinen Monitor. Auf jeden Fall gibt es so ein, zwei Sachen, wo ich echt überrascht bin. 87 Views, meine Lieben. Ja, vom letzten Video. Sex im Videospielen. Hammer! Muss ich echt schon sagen, 87, Hammer hat, ich meine, gegen Mystcraft Version 0.10.0 kann es nicht anstinken, absolut nicht, weil das liegt weit über 3000, aber 87 für so ein kleines Video, was glaube ich maximal nur 2-3 Minuten ging oder so, inklusive euren Kommentaren plus ein User, der gelöscht wurde, samt dem Kommentar, ich habe es nicht gelesen bekommen, was gewesen ist. Von daher kann ich es auch nicht sagen, was los war oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das ziemlich erstaunlich, muss ich sagen, weil die ganzen Videos, so Chiana Sisters, Minecraft und die ganzen anderen Spielchen, die ich so gemacht habe, haben 87 Views nicht erreicht. Da komme ich dann zu einer kleinen Sache, die würde mich echt freuen, wenn das in Zukunft, ich möchte jetzt nicht sagen, besser läuft. Aber wenn es euch gefällt, und das sage ich jedes Mal am Ende von einem Video, Daumen hoch, wenn es gefällt, Daumen runter, wenn nicht. Aber dann bitte mit Kommentar, warum, weshalb und wieso. Nur so kann ich es besser machen und ihr habt euren Spaß da dabei. Wenn es euch wirklich gefällt, dann Daumen hoch. Teilt es, macht und tut. Kommt mir nur zugute, somit kann ich bessere Videos machen. Feedback könnt ihr mir gerne unter die Videos per Comment schreiben, so wie ihr es ja bei dem Video auch gemacht habt. Und wir können uns auch gerne in den Minecraft-Videos oder auch in anderen Spielen gerne über irgendwelche Themen unterhalten. Das muss ja noch nicht mal das Spiel himself sein. Schlagt ein Thema vor oder ich nehme ein aktuelles Thema, so wie jetzt momentan drei aktuelle Sachen anstehen, beziehungsweise zwei. Das dritte ist eigentlich eher etwas, was ich durch Zufall gefunden habe. Das erste ist X-Rebirth. Startet am 15.11. Freu! Toll! Ich bin mit der X-Reihe bin ich groß geworden. Das erste habe ich gespielt, da war ich 14? 15? Kann das sein? Oder sogar 15 oder 16, irgendwas? Nee, muss früher gewesen sein. Da war ich noch in der Hauptschule gewesen. Stimmt. Und neue
Szenerie. Es ist einiges anders da, was das angeht. Ich habe mir jetzt hier angespielt, angeguckt von auf YouTube von der GameStar. Und da war auch der Firmenchef vor Ort von Egosoft, der Bernd Lehan oder wie er heißt. Oder Lehmann. Nee, ich glaube Lehan. Und da wurde in einer Stunde oder so wurde über das komplette Spiel berichtet, was für Features es hat und. Und muss sagen, ja, wäre eine coole Sache. Hat aber noch ein bisschen Zeit hinten dran, weil meine Sachen hier jetzt erstmal vorwärts Vorrang haben in der Hinsicht und Computer und Spiele und so weiter erstmal hinten anstehen. Weil, wie gesagt, so ohne Monitor am PC arbeiten ist schlecht. Zum anderen, Humble Bundle hat neuen Store gelauncht. Und zwar Daily, Weekly und dann den normalen Store. In der Daily-Aktion wird praktisch von einem auf den anderen Tag innerhalb von 24 Stunden vergünstigt verkauft. Und dann gibt es noch diese wöchentliche Geschichte. Und dann gibt es noch den ganz normalen Store. Und als ich so ein bisschen über die Webseite durchgeblättert habe, haha, ist mir was aufgefallen. Und zwar, ich glaube, unter der Weekly-Geschichte steht ein ganz berühmter aus Deutschland, ganz berühmter YouTuber. Ich kann es noch nicht sein. Ich habe nur 236 Abonnenten. Aber würde mich freuen, wenn da mal ein paar mehr draus werden. Nee, Gronkh.de hat bei HumbleBundle.com mal so eine schlappe $300 da gelassen. Für gute Zwecke und so weiter. Und unterstützt damit Charity-Projekte. Finde ich eine coole Sache. Thumbs up an der Stelle von meiner Seite aus für Gronkh. Und auch natürlich für die ganzen anderen, die das mitmachen. Ist ja nicht nur unser lieber Gronkh, der das Ganze macht, sondern auch einige andere. Und ja, vielleicht mache ich sowas in der Richtung nächstes Jahr auch. Gucken wir mal, je nachdem, wie ihr euch bezüglich der Videos verhaltet. Weil für mich ist es ein Hobby. Es wird auch immer ein Hobby bleiben. So soll es nicht sein. Aber es wäre doch schön zu sehen, dass wenn man ein Video gemacht hat, dass der Daumen hoch geht für das Video. Und auch zahlreich Kommentare drunter stehen. Wie gesagt, ich muss mich nicht unbedingt über die Rezepturen von Minecraft unterhalten, sondern ich kann mich auch über Themen unterhalten. Gar kein Thema, ihr entscheidet. Und ja, da kommen wir zu der witzigsten Sache. Ich weiß nicht, ob es ein Fake ist oder nicht. Auf jeden Fall, der Like-Button von Facebook soll angeblich verschwinden. Ich weiß nicht, ob es ein Fake ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da soll anstelle des Daumens, soll dort jetzt dann in Zukunft das F stehen. Die Frage ist, ob das ein Fake ist oder ob das der Wahrheit entspricht. Wenn das Facebook wirklich so machen sollte und den Daumen abschafft, was soll das? Das sind Kleinigkeiten, wo ich ganz ehrlich sagen muss, Google geht ja auch nicht hin und ändert einfach mal ihr plus 1 Button ab, nur weil sie jetzt denken, okay, ein Plus reicht vollkommen aus. Nein, G plus, Punkt, fertig. Ja? Von daher lasst den Daumen oder wie auch immer der in dem Moment aussieht, Daumen hoch, lasst das bitte. Somit weiß man direkt, wo man drauf zu klicken hat. Hört auf, dauernd irgendwas zu ändern. Wie man so schön immer gesagt hat, früher Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und ja, wie ich sehe, wir haben schon wieder fast 10 Minuten auf dem Tacho. ja, ich kriege hier so eine kleine Uhr angezeigt, unten rechts in der Ecke. Finde ich eine ganz witzige Funktion beim HTC. Muss sagen, ist ein recht cooles Handy. Gefällt mir. Ja. Wie gesagt, ich habe einen Monitor, 19 Zoll, keine Ahnung, muss mal gucken, ob ich 1280 mal 720 aufnehme oder 852 mal 480.
weiß ich nicht, nichts kleinere Größe. Und ansonsten, ja, X-Rebirth, 15.11., coole Geschichte. Dann, ja, ein paar andere Sachen noch, die aber im nächsten Video veröffentlicht werden. Geht um unseren Minecraft-Server. Der läuft und läuft und läuft und läuft. Und ja, schauen wir mal. Bis zur nächsten Woche. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Wie gesagt, Daumen hoch. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.